Knoblauchküche. Knoblauch. Von den Köchen geliebt, von den Gästen verachtet. Cuenca in La Mancha. Hier gedeiht der Knoblauch. Knoblauch, soweit das Auge reicht. Spitzenköche wie David Martinez, Manuel de la Ossa oder Roland Jury lieben den Geschmack von Knoblauch. Ihre Gäste sorgen sich gelegentlich um den Geruch, den er verbreitet. Doch der Knoblauch ist weit mehr als eine umstrittene Ingredienz. Er hat möglicherweise die Entstehung einiger der größten Kulturgüter der Welt erst möglich gemacht. Etwas, was man ja immer wieder auch spekuliert aus der Zeit des Pyramidenbauens, wo man sagt, neben vielen Gründen, dass man die Pyramiden hat bauen können, sei der Knoblauch eine zentrale Pflanze gewesen, weil die Arbeiter, die dort gearbeitet hätten, schier gezwungen waren, Knoblauch einzunehmen. Unter anderem, um eine ganze Reihe von damals massiv beeinträchtigten und tödlichen Infektionskrankheiten vorzubeugen. Der Mercat Central von Valencia ist eine der größten, vor allem aber eine der schönsten Markthallen der Welt. Das 1914 im modernistischen Stil erbaute Gebäude ist ein architektonisches Bijou. Und die auf 6800 Quadratmetern Fläche angebotenen Produkte lassen dem Besucher das Wasser im Mund zusammenlaufen. Im Frühling sind besonders die Gemüsestände reich bestückt. Unter anderem mit jungem Knoblauch, dem sogenannten Ajo Tierno. Aber auch mit dem violetten Ajo Morado, einer Spezialität aus der nahegelegenen Provinz La Mancha. Der kleine Straßenmarkt in der südostenglischen Universitätsstadt Exeter bietet zwar bedeutend weniger Auswahl als jener von Valencia, aber auch hier darf, wie auf allen Märkten der Welt, der Knoblauch nicht fehlen. In Exeter befindet sich das weltweit erste Institut für Komplementärmedizin. Aufgebaut hat es der deutsche Arzt Edzard Ernst. In empirischen Untersuchungen hat er, was die Wirkung von Knoblauch betrifft, Erstaunliches herausgefunden. Bei solchen Untersuchungen zeigt sich relativ regelmäßig, dass Populationen, die sehr viel Knoblauch essen, in gewisser Weise vor Krebserkrankungen geschützt sind. Das bedeutet noch nicht, dass man, das bedeutet sicher nicht, dass man als Krebskranker Knoblauch nehmen muss und dann geheilt werden ist. Aber es könnte bedeuten, dass ein gewisser Schutz vorhanden ist bei Leuten, die viel Knoblauch einnehmen. Der Mechanismus, dem Ganzen zugrunde liegt.